Hallo meine Freunde, und da kommen wir dann zu einer kleinen, aber feinen Folge, sehr creepy. Ihr seht schon, es ist der Abenteurer und ich wollte euch einfach mal mit TS25 nehmen und ein kleines Thema ansprechen. Und zwar wird das Thema sein Pokémon Go. Ja, Pokémon Go ist derzeit übelst gehypt und hat auch seinen Grund und hat es auch echt verdient, weil ich zocke selber Pokémon Go. Ist zwar nicht so ein großer Suchti wie die ganzen anderen Leute, aber schon aktiv am Spielen. Ich möchte halt einfach mal so ein paar Vorteile über Pokémon Go und ein paar Nachteile über Pokémon Go sagen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Vorteilen an. Und zwar, ein großer Vorteil an Pokémon Go ist, dass die ganzen Leute, die drin hocken, Nostalgie zocken oder halt auch andere Games, die endlich mal rauskommen und halt auch endlich mal in der Luft sind. Was zum Beispiel für mich ein großer Vorteil ist, weil in den Ferien alle Freunde sind weg. Das Einzige, was man macht, ist ins Fitnessstudio gehen. Was ich auch noch sagen möchte, es kann sein, dass ich eine Woche weg bin. Es liegt einfach daran, dass ich zu einem Real-Life-Kollegen gehe. Er wohnt in Berlin, da muss ich halt 8 Stunden mit dem Zug fahren, aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Deswegen belassen wir es jetzt bei dem Thema. Ihr fragt euch, woher ich jetzt WKBs und den Scheiß habe. Den habe ich schon einem Abonnenten geschenkt bekommen. Was ich nochmal sagen möchte, Grüße gehen an Laura auf jeden Fall nochmal raus, weil das war extrem nett. Die hat mir ein paar TS geholfen und hat so ein klein bisschen gebufft, also ist auf jeden Fall echt nett gewesen. Und ich feiere es natürlich, wenn ihr mich immer anschreibt und sagt, oh, ich kenne dich von YouTube, bla bla bla. Ich freue mich halt immer derbe und das ist halt echt heftig und das hat mich jetzt motiviert, dieses kleine Video zu machen und euch einfach mal mitzunehmen, wie ich feste. Ich spiele auf Dinakchar jetzt, ich meine, ich spiele nicht so aktiv in Nostalgie derzeit. Ich habe die Lutz verdorben, ich habe jetzt 57k auf mein Traderchar. Das werde ich dann euch wahrscheinlich schon mal zeigen, aber andere Thema. Das ist alles ein anderes Thema. Und zwar reden wir jetzt weiter über Pokémon Go. Ein großer Vorteil ist, dass man natürlich rausgeht. Also man trifft sich halt mit seinen Freunden, mit seinen Kumpels, die dann auch noch in den zum Beispiel in Deutschland sind. Und geht halt mit denen raus, Pokémon sammeln und trifft halt neue Leute, lernt neue Leute kennen. Zum Beispiel bei diesen 3 Spots und 3 Pokestops und da werden halt immer Lockmodule aktiviert. Ich finde das zum Beispiel übelst nice, da setze ich mich halt hin und ich meine, Mensch, ich bin nicht schüchtern, ich rede natürlich mit den Leuten, also mir ist es auch scheißegal, was die Leute über mich denken und rede dann halt mit denen offen, yo, wie findet ihr das Game, bla bla bla, ich habe diese und diese Pokémon gefangen und da befreundet man sich natürlich und hat halt neue Freunde kennengelernt. Also das ist ein großer Vorteil von Pokémon Go. Nachteile von Pokémon Go sind zum Beispiel wie dass viele Hacker zum Beispiel gewesen sind oder halt auch diese Poké, zum Beispiel unten links oder unten rechts war das, kann man zum Beispiel sehen, welche Pokémon in der Umgebung sind, zum Beispiel war letztens ein Nidoran oder was das war, ist da gewesen und das neue Update hieß ja, dass es Pokémon, also in der Umgebung von 70 Meter dieses Pokémon da ist. Ich habe halt gesucht wie sonst was und ich habe das Pokémon nicht gefunden. Und dann ist es halt auch irgendwann verschwunden, also das ist halt zum Beispiel ein scheiß Future Pokémon Go. Aber zum Beispiel jetzt auch rauskommen soll, dass man bei Pokémon Go handeln kann, also tauschen kann, was zum Beispiel für mich unstellbar ist, weil ich würde mit niemandem wirklich handeln, außer mit guten befreundeten Kumpels, also nie mit Fremden, wenn man zum Beispiel einfach da die Daten rausgibt und halt viele halt Account-Daten und whatever und IDs, bla bla bla, also sehr viel Scheiße gibt man dann da doch raus und ist halt nicht so schön, ne? Ihr merkt schon, meine Audio hört sich besser an. Ich habe mir jetzt ein Audioprogramm zugelegt, also das hat mir ein guter Kumpel geschenkt, mit dem Skype ich auch regelmäßig. Auf jeden Fall Grüße an dich, Dude, echt nett von dir. Und ja, achso, was ich noch sagen möchte, am Ende werdet ihr noch einen Clip sehen, wie ich das hier bekommen habe. Also hier 37er Waffe, dann noch mal eine 50er Russi. Dann habe ich noch mal hier so ganz kleinen Kram bekommen, also hier noch mal einen Stab, der mir auf jeden Fall weiterhelfen wird. Auf jeden Fall echt nice, dass wir mir den helfen, den Char aufzubauen. Ist auf jeden Fall echt nice. Habt ihr natürlich auch viele Vorteile von. Auf jeden Fall ein Nachteil ist auch noch, dass Pokémon Go halt einfach nur da ist, um rauszugehen.
Also viele mögen das nicht, viele mögen das, dass man da rausgehen muss. Also für mich ist es eher ein Nachteil. Und müssen wir 2 Matthias 25 machen? Ah ne. Ah, okay. Das können wir schätzen. Was zum Beispiel auch noch ein großer Vorteil ist, also meiner Meinung nach, dass man neue Orte entdeckt. Also man entdeckt neue Orte, zum Beispiel abgetrampelter Pfad, geht man dann hin, sammelt sich die Pokestop und findet halt neue Orte. Weil ich habe Orte gefunden, ich lebe halt in meiner Stadt, die Stadt kann ich ja sagen, Geisenheim, ist Wiesbaden in der Nähe. Und da habe ich auf jeden Fall Orte gefunden, die ich noch nie gesehen habe. Und ich lebe schon 7 Jahre hier, also ist auf jeden Fall echt krass. Jetzt müssen wir TS 25 bei Mimi machen. Quest anhalten, 25. Ups, da haben wir falsch gemacht. Quest anhalten, 25. Zack, annehmen, bam. Okay. Eva Energy, also das hat auf jeden Fall, das Game hat viele Nachteile. Also für mich mehr Nachteile als Vorteile. Was zum Beispiel auch ein großes Feature ist, das wussten vielleicht auch nicht viele. Wenn ihr bei Pokémon Go, also euer ich mit Team Blau, und wenn unser Team Blau in unserer Stadt eine Arena einnimmt, also wir haben halt so eine WhatsApp-Gruppe, komplett Team Blau, und wenn wir ein Dings einnehmen, eine Arena, kann ich da ein Pokémon reinsetzen, wenn alle nicht voll sind, und bekomme dann halt ein Pokémünzen heißt das, glaube ich. Pokémünzen. Und mit diesen Pokémünzen könnt ihr euch dann im Pokéshop was kaufen. Also ich habe mir zum Beispiel ihr merkt schon, Freunde, ich sag schon wieder oft M. Ich habe mir zum Beispiel auf jeden Fall erstmal Lokmodule gekauft, Lokmodule und Blüter. Ich habe zum Beispiel jetzt derzeit 10 Kilometer, was ich versuche zu entwickeln, aber das Problem ist halt einfach, dass ich halt auch kein, wie nennt man das, kein Flattop, und deswegen muss ich halt immer aufladen gehen und ist halt scheiße, ich muss mir derzeit auch ein Flat zulegen. Ich habe das auch so ein Galaxy S6, falls ich das manchmal frage. Und zwar, Pokémon Go wurde jemand ermordet. Ja, das stimmt sogar, Freunde. Stand sogar in den Medien. Also Pokémon Go ist jemand gestorben, Freunde. Da hat jemand ein Lokmodul hingesetzt, wo zum Beispiel abgelegener Ort war. Was hat er gemacht? Natürlich hingegangen, abgeholt, zack, erstochen. Naja, was soll ich dazu sagen? Wenn man sowas, wieso man überhaupt sowas macht, also ich verstehe das nicht, wieso man überhaupt einem Mädchen was, einem Menschen was antun muss. Ich verstehe nicht, wieso man sowas machen muss. Natürlich, wenn man den Zwang dazu hat, naja, ich würde in die Klinik gehen, aber ist jetzt was, eine andere Sache. Darüber könnte man jetzt viel reden. Also das ist zum Beispiel ein großer Nachteil bei Pokémon Go, dass man zum Beispiel in abgelegenen Orten hingeht. Und dann, ich bin zum Beispiel auch letztens mitten in der Nacht einfach losgegangen, um mein nächstes Level up zu machen. Level 13 bin ich einfach rausgegangen, mit dem Longboard geschnappt, bam, rausgegangen. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind bei der sonnigen Wiese-Quest jetzt angekommen. Auf jeden Fall echt nice. Hat sich echt gesteigert von den letzten Videos. Und what the fuck? Alter. Alter, und die Damage. What the fuck? Verpiss dich. Alter, Freunde, das ist immer echt heftig. Das ist zum Beispiel ein großer Nachteil über Pokémon Go. Ich schreib mal den Dude. Ich glaube, ich gehe mal in die Arena und lasse bitte. Achso, Freunde, was ich mir holen werde, ich werde mir auf jeden Fall Agia zulegen. Agia hält viel auf und das werde ich dann im Event machen. Boom, Alter, warum ich einen Damage auf? Ich bin die Nummer 1. Ja. Auf jeden Fall echt nice, dank dir. Wo ist der? Kommt kurz in mein Link-Kabinett. Also wäre echt nice, wenn er mir jetzt WKBs gibt, weil ich schreck hier echt schnell. Das ist echt heftig. Also ihr seht schon, die hauen mir echt guten Damage. Wow, wow, wow. What the freaking banana. Jo. Also auf jeden Fall echt nett, dass ihr mir immer helft und auch da seid, wenn ich euch schon mal brauche. Ist auf jeden Fall echt heftig. Okay. Jetzt kann ich halt nicht rein zu mir gelandet. Also ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal auf 30 leveln und dann gucken, was ich mache. Wahrscheinlich dann erstmal ein
Und zwar, was noch ein großes Future an Pokémon Go ist, also meiner Meinung nach, zum Beispiel, kommen wir erstmal zum Nachteil, wisst ihr, zum Beispiel, was ich an Pokémon Go übel scheiße fand, und zwar hat ein Kumpel im Haus eine Arena, und da kommen einfach Leute in Klingel bei dem, um die Arena einzunehmen, Alter, das ist übelst heftig, wisst ihr, das ist echt krank, Pokémon Go hat echt heftig mehr. Zum Beispiel, was ich, Freunde, das lag gerade daran, dass Benny Camp bei mir nur 10 Minuten geht. Das hat ein bisschen gelassen, Alter, was willst du machen? Ja, bei dem läuft. Krieger plus 15, einfach mal die Abo schenken. Ja. Nein, auf jeden Fall, was echt ein großer Nachteil ist, ist, man bei, wenn man im Pokestop oder sonst was wohnt, halt echt, die Arschkarte hat. Naja, wir schweifen zu viel von Pokémon Go ab und, deswegen würde ich mal sagen, das Thema ist gegessen, also jetzt wisst ihr meine Meinung, ich finde Pokémon Go hat mehr Nachteile als Vorteile. Ihr seht schon, ich bin bald Level 26 und lass mich warten, ich muss den Test machen. Nein, muss ich nicht. Das ist gut. Wir sind jetzt hier bei den, wie hieß die, Jagdteufel der Unterwelt. Die Quest ist relativ arschlangweilig, also ich finde die Low-Level-Quest allgemein so arschlangweilig. Also was ich immer mache, Freunde, kann ich euch auch aufs Herzen legen. Erstmal Gold zu sparen für einen Schneemann, also 100k, das kriegt man durch ICs. Ich mache zum Beispiel derzeit keine ICs, was ein Fehler ist, weil das viel Gold man herbekommt. ICs könnt ihr halt echt viel machen oder die Drops auf jeden Fall aufheben hier, zum Beispiel sagt der Max, 26k pro, also, pro Stack. Das ist auf jeden Fall ganz in Ordnung. Ich habe zwei Engelsfedern, die ich dann auf jeden Fall noch verkaufen werde. What the fuck, Alter, ich krieg DK von den Viechern, das ist echt nicht geil. Ich nehme schon wieder echt lange auf. Ich werde noch diese Quest machen und dann werde ich auf jeden Fall das Video beenden. Weil das Video soll natürlich nicht so lang sein. Also ich bin ein bisschen wieder motiviert, motiviert Video zu machen. Das ist meine erste kleine Video auf den Chat. Ja. Ich bin auf jeden Fall motiviert, wieder Video zu machen. Also sagen wir es so, Freunde. Ich weiß nicht, was ich derzeit in Lost machen soll. Also YouTube ist natürlich ein Hobby. Sagen viele YouTuber, man macht auch Spaß, was man aber natürlich nicht tut, man macht es halt einfach, viele sagen das, aber das stimmt halt leider nicht, man macht das wirklich einfach nur, um eine Befriedigung, in Anführungszeichen Befriedigung zu bekommen, yo, ich habe jetzt ein Video gemacht, bla bla bla, also so ist es bei mir zumindest so, und bam, One-Shot, 1.5k, bis ist es gut, nein, also, ich werde auf jeden Fall dieses Projekt auch mit Abonnenten machen, also ich habe schon drei Kumpels, die das Projekt mit mir machen wollen, ist auf jeden Fall echt heftig, feier ich auch extrem. Kann sein, dass ich das Video mitten in der Nacht hochladen werde, aber I don't know. Was kann man eigentlich noch erzählen, Freunde? Was ich derzeit mache, also wenn ihr mal Lust habt auf so einen Alltag in Lost, achso Freunde, was ich sagen wollte, ich habe jetzt meine Facecam geredet, also die wird wahrscheinlich dann hier sein, also die Minimap überdecken. Falls ihr mal Lust habt auf Facecam, schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich extrem freuen. Bam, One Shot, Nigga. Und die Quest annehmen. Oh mein Gott. Ernsthaft. Real Talk. Das ist ja mal übelster Abfuck. Und dann steht der Noob jetzt auch hier. Der killt die alle. Ist doch voll der Abfuck. Ja, nein, wir haben ja schon 6. Also geht auf jeden Fall ganz schnell. Also ich werde wahrscheinlich auf dem nächsten Part auf 30 erst leveln und danach erst weiter aufnehmen. Also ihr merkt doch wahrscheinlich schon, auf meinem Channel sind zurzeit nur noch so Low-Level Sachen. Einfach nur weil ich Bock habe auf Low-Level. Ich werde mein Sword jetzt auf 90 ziehen, weil ich meiner Meinung nach ist, dass man erst ab Level 90 in Nostell irgendwas machen kann, weil Farmen kann man nicht, man kann die 90er Rates nicht mitmachen, also kann man schon, aber niemand nimmt jemanden mit. Und ist halt auf jeden Fall ein Abfuck. BKW, Fragezeichen. Für TS6. Was ich auch machen werde, Freunde, ich werde jetzt wie soll ich das jetzt sagen, ich muss ein Redefluss rausbekommen, Freunde. Was ich machen werde, ist auf jeden Fall, wie heißt das, zum Beispiel, wie nennt man das? Ich habe vergessen, Danke zu schreiben. Danke. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist,
dass ich zum Beispiel was zum Reden habe für die Videos, damit ich nicht so scheiße dabei, damit ich über was reden kann. Also zum Beispiel über Weltkrieg, whatever, was für Weltkrieg, ganz echt. Zum Beispiel werde ich reden, yo, ich muss erst gucken, wisst ihr, ich muss gucken, was ich, über was ich reden kann, und je nachdem kann ich dann natürlich an den Videos machen. Also ich frage mich immer, was nimmt man denn? Nimmt man das erste oder das zweite Box, um die Dings zu bekommen? Achso Freunde, was ich auch machen werde, ich habe ja gesagt, man kann 600k in 10 Minuten machen. TS, die Quest 35 bis 40 werde ich auch auf jeden Fall machen. Ich glaube Level 11, Level 26 ist jetzt nicht so top, aber naja, ich schmeck aber lieber nicht. Das letzte Video ist auf Mr. Gacha Channel von, oh mein Gott, so scheiße angekommen. Also ich hatte echt viele Dislikes. Ich hatte auch ein bisschen Beef mit Swazi, weil er ein Projekt geklaut hat, aber dann hat ein Kumpel gesagt, no, nee Digga, ist nicht so wie deins. Alter, ich kann die Perlen nicht aufheben. Ich kann die Perlen einfach nicht aufheben, belasten. Und dann hat sich das ein bisschen geregelt. Also das Ding ist, Freunde, ich bin mit Swazi, wir waren mal gut befreundet, aber dann nicht mehr. Also er macht sein Ding auf YouTube, ich mache mein Ding auf YouTube, und das machen wir auch unser eigenes Ding. Also wir haben sozusagen einen Kontakt. Ist zwar schade, aber naja, kann ich nichts ändern. Ich mache derzeit auch nichts zu Hause, und das ist halt ein bisschen belastend. Deswegen mache ich mehr auf YouTube-Basis. Also ich mache mehr YouTube. Also möchte ich jetzt auf jeden Fall machen. Nächste Woche vielleicht, also ab Donnerstag, wahrscheinlich nicht da. Ein bisschen schade, aber naja, kann ich nichts machen, Freunde. Tut mir an der Stelle dann leid. Das Video geht jetzt auch bestimmt schon 19 Minuten oder länger. Das ist auf jeden Fall echt heftig, was ich alles mache für euch. Und keine Dankbarkeit. Yeah. Nein, Freunde, natürlich nicht. Nehmen wir auch 200 bei dem Peace Harvest Green. Läuft bei dir. Das juckt wen? Ganz ehrlich, Freunde. Viele sagen, yo, du bist ein Lappen-Nostil. Du bist ein Dies. Also zu mir zumindest. Ich denke mir so, ey, ganz ehrlich. Ihr seid fucking Sucht Dies. Ganz ehrlich. Ich bin vielleicht ein Nostil. Wie lange an? Oh mein Gott, Mann. Ich gehe down. Oh mein Gott. Alter. Ich bin Nostal wie lang on? Vielleicht 1-2 Stunden und danach gehe ich wieder auf. Also wenn mich ein Nostal Subdinent, der hat alle am Duppen. Das geile Match ist im Low-Level-Bereich. 2 Hühnchen rein, ihr seid voll. Nicht mal ein Hühnchen, das ist echt geil. Hier, bam, Boots und schon wieder voll. Ist auf jeden Fall echt geil. Ich werde Probleme haben bei TS, bei der SP1. Achso Freunde, das möchte ich auch natürlich noch fragen. Falls es für euch okay ist, dass ich meine Buff-Chest benutze, um mich zu buffen, also falls es für euch okay ist, könnt ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben. Weil wenn die Falke würde ich mir echt gerne geben, weil sonst dauert das arschlange. Habe ich es, wenn auch natürlich für den TS echt nice, und dann würde ich das auf jeden Fall echt schneller schaffen. Natürlich mit dem Bushi schaffe ich das auch so schnell, aber ihr kennt es, im Low-Level-Bereich mit Mages ist es halt echt scheiße. Den Deutsch habe ich hier auf meinem Char Razim gezogen und plus 4 gemacht. Mal sehen, ob der Razim ist. Ja. Ich werde das noch mit Mimi Mentor sprechen. Also wir haben jetzt 60 riesige. Ich werde noch 10 riesige sparen. Dann mache ich mit 2 20 göttliche, damit ich halt 200 oder 300k habe. 100k Auskosten. Ausgabekosten ist auf jeden Fall akzeptabel. Und nehme natürlich gerne mit. Boom. Ganz ehrlich, Freunde, ich finde Nostal ist für den Arsch. Pokémon Go, mehr Nachteile als Vorteile. Ich mach YouTube, Ja, Freunde, ich mache Nostal eigentlich nur noch aus Spaß. Spiele ich eigentlich nur noch aus Spaß. Aus Langeweile, also ich möchte nicht mehr der Allerbeste sein. Alter, das war so schwul gesagt. Aber, wie man sieht. Ich würde sagen, Freunde, ich beende das Video. Im nächsten Video werden wir Level 3 sein. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Facecam sehen wollt und natürlich auch, wie nennt man das? Und natürlich auch, falls es okay ist, dass ich meine Buff-Chest benutze. Ihr seht schon, es ist ein bisschen spät, ich laber nur Scheiß mittlerweile nur noch. Das liegt einfach daran, dass es spät abends ist. Und ich würde sagen, lasst ein Abo da, Freunde, und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Sackroypy. Ciao.